Morgen, morgen, Mensch Midgards. Wir sind mal wieder in Nordic Ashes, so wie letzte Woche schon. Und wie ihr hört, der Sound ist einfach geil anders. Also, schon edel. Ist mir ein bisschen zu laut, aber... allgemein, genau. Mach ich mal ein bisschen dünner quasi oder leiser. Je nachdem, welche Generation ich hier anspreche. Ja, was gibt's Neues? Ist nämlich, letztes Mal habe ich ja noch die Beta gespielt mit Vanaheim, jetzt soll es da sein. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Unsinn erzähle. Was werten wir hier noch auf? Wir haben anscheinend noch ein paar Punkte und hier unten haben wir nochmal einen Punkt. Na komm, wir machen bei Bossen nochmal ein bisschen mehr Schaden. Wir machen hier noch irgendwie an Truhen noch was. Hier. Truhen-Update. Dass besseres Zeug drin ist, wurde mir empfohlen. Habe ich auch mitgenommen jetzt. Was gibt's denn im Glossar Neues? Ja, wie ihr seht, ich habe hier noch lange nicht alles. Bin zurzeit nicht so aktiv dran. Wir müssen noch bei Skog die Giftkram machen. Das könnten wir vielleicht sogar jetzt einfach mitmachen. Dann haben wir zwar wieder den gleichen Charakter, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Letztendlich gibt es ja keine neuen. Ich finde es dolle, dolle schade, dass nachdem die ersten vier Charakter hier waren, Axeljör, zwei Skins, Tyra, zwei Skins, Hafgrim, zwei Skins, Helga von alt auf jung, also mal andersrum so ein bisschen, während die anderen irgendwie ein bisschen erfahrener wirken, wird sie einfach jünger. Und alle anderen haben keinen. Das finde ich ein bisschen total schade. Finde ich noch cool hier. Talcor irgendwie, keine Ahnung, andere Klamotten oder sowas. Sein Bart und so ist ja dolle, dolle auffällig. Hier könnte auch ein bisschen mehr Blumenkram irgendwie noch gebrauchen oder andere Farben in der Richtung. Ja, ein bisschen wird schwierig, wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht so ein richtig katastrophales Narrenkostüm, so wie man das aus dem Mittelalter kennt. Das fände ich vielleicht noch witzig. Ja, so haben wir gesagt, mit ihr fehlt mir noch was. Also machen wir das auch. Vanaheim ist jetzt offiziell da. Ach, hier, im Hauptmenü. Hier habt ihr, weiß nicht, demnächst verfügbar gibt es tägliche Herausforderungen. Damit man täglich gezwungen ist, das Spiel zu spielen. Gezwungen. Ja, vielleicht lockt es mich da wieder ein bisschen mehr ran. Bisher freue ich mich eigentlich immer auf die nächste Welt. Wenn ich die aber schon einmal gespielt habe, ist es jetzt gerade nicht mehr so, dadurch, dass die Charaktere alle so ähnlich sich jetzt spielen. Oder was heißt ähnlich? Das stimmt ja auch nicht. Soll ich das ausdrücken? Dadurch, dass man alle schon relativ oft gespielt hat, reizt es mich gerade nicht, mit allen Charakteren nochmal die neuen Welten zu machen. Vielleicht ändert sich das irgendwann, vielleicht fehlt auch noch irgendwie ein kleiner Kniff, irgendwas Anreizendes, außer dass ich hier Blätter bekomme. Ja, Helheim, Niflheim, Muspelheim und Asgard. Ich muss zugeben, Helheim und Asgard reizen mich davon am meisten. Dann würde wahrscheinlich Niflheim und Muspelheim, finde ich, tatsächlich mit dem Feuer so ein bisschen am uninteressantesten. Gut, da könnte es Lavaflüsse geben, wo man dann irgendwie anders rüberkommt oder sowas. Oh, wir spielen zumindest auf Experte. Und dann los geht's. Hier noch geschnattert. Also, wir werten einfach die XP-volle Pulle auf, weil mehr XP macht das ganze Match mehr aus als die paar Schaden, die ich am Anfang mehr machen kann. Zumal die ja am Anfang ausreichen. So, wir gucken gleich mal, ob wir irgendwo was finden. Was ist denn das da oben? Was ist denn das hier oben Schönes? Das hat mir doch keiner erzählt. 50 Gegner soll ich hier umbringen. Ist jetzt ein anderer Schrein oder was? Oh, der ist auch größer. Komme ich hier raus? Oh, ich komme nicht mehr raus. Ah, okay, okay. Gut, dann kriege ich jetzt auf den Sack. Verflucht. Cool, also es gibt jetzt Kampfarenen, so ähnlich wie bei dem einen Boss. Ah, unbedingt jetzt in Erfahrung reinpumpen. Ich will ja nicht gleich abfallen hier. Also umfallen. Abnippeln. Nein. Gab es hier nicht irgendwas, das ich nochmal Herzen generiere? Der hier. Allerdings brauche ich dafür auch erstmal wieder mehr Punkte. Dann können wir auch mehr Schaden machen einfach. Ich hoffe, dass ich das quasi überlebe. Nicht hängen bleiben hier irgendwo an so einem scheiß Objekt. Warte mal, sind die Gegner hier von der anderen Welt dazugekommen? Hier kommen einfach alle. Cool. So ein bisschen Gegner-Recycling zwar, aber gleichzeitig auch cool, dass es so zwischen den Welten quasi ist. Was geht denn jetzt ab? Jetzt wäre ich hier noch hier Laser. Braucht doch gar keine Augen-OP. Oh, verdammt. Ja, okay. Gut, der Punkt hat nicht mehr gereicht.
Bin ich von Anfang natürlich ein bisschen unsinnig reingelaufen, weil ich es nicht wusste. Machen wir einfach neu. Das schneide ich auch nicht raus. Das lassen wir einfach so. Nee, XP bleibe ich dabei. Könnte natürlich, eine Zeit lang habe ich gemacht, dass ich die XP nicht voll aufgewertet habe. Und habe das dann quasi mit ein bisschen Waffenschaden ausgeglichen, damit ich schneller wieder steige. So, was müssen wir hier machen? Hier werden wir aber nicht eine Kerker. So, na, dann haben wir das schon mal. Nee, da wollen wir Punkte reinklatschen. Gerade nur weiße Sachen. Warum das eigentlich? War das beim anderen auch? Oder habe ich gar nicht mehr die Aufwertung drin? Habe ich nicht drauf geachtet? Ach, ich weiß alles nicht mehr. Bin völlig planlos heute. Ich werde gelasert. Ich brauche doch gar keine AWP. Wie gesagt, lass das sein. Lalala. Guckt doch mal jemand. Hat jemand einen heißen Blick auf mich? Alter, der lasert ja die ganze Zeit. Was ist mit dem los? Warum geht denn der so ab? Ganz schön viele flotte Gegner hier unterwegs. Ist aber nicht gesund, ja, wenn ihr mich alle hauen wollt. Komm, Laser nochmal. Ach, der ist weg. Ah, okay. Da unten ist eine Münze aufgetaucht. Kommt zumindest ein bisschen Schaden dazu. Lass mich mal ran hier. Aua! Das tut doch weh! Ah, die alten Dornen hier, die auch noch herfliegen. Kriege ich jetzt die Münze? Ja. Jetzt ein Trost. So, jetzt brauchen wir 5 Punkte und dann haben wir, naja, mittelmäßigen, bescheidenen Schaden. Ich hätte auch einfach, ach nicht, wann den Preis hier rangehen können. Oh, ich könnte durchlaufen. Ich dachte, ich hänge da jetzt fest. Jetzt haben wir hier Giftkram und hier bleibe ich definitiv keine 15 Sekunden stehen. Das schaffe ich noch nicht. Ich habe immer Verklärung genommen. Ich nehme jetzt mal wieder Wachstum. Das habe ich so lange nicht genommen. Es müssten ja relativ viele gleichfarbige Blumen auf dem Feld auftauchen. Ja, Dornen. Dornen, Dornen. Ah, ich glaube, das schaffe ich noch nicht, hier drin stehen zu bleiben. Dornen auch von da nochmal. Hm. Aua. Nee. Wir haben aber ein paar Erfahrungspunkte kassiert. Ich gehe jetzt auch nach hier oben und hole mir das hier mit den Herzen erstmal. Und dann machen wir noch ein bisschen Schaden, weil der gerade nicht so heftig ist quasi. Sind wir zumindest bei der 70 ran. So. Abklingzeit EV ist lila. Nehmen wir das doch einfach mit. Schaffen wir es jetzt? Ich sehe nichts. Dicker Text im Weg. So, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Welche Waffe nehmen wir jetzt? Den braucht man hier, glaube ich. Also müssen wir mal nach hier oben zum Giftkram. Den ein bisschen auftunen. Zählt das hier eigentlich? Hm, mittelmäßig ein Herz. Naja. Weiß gar nicht mehr, wie das gezählt hat. Aua, was soll denn das? Nee, da wollen wir noch nicht rein. Ich finde die neue Zone erstmal sehr, sehr interessant und sehr geil. Ich finde doch cool, dass die Bosse jetzt hier oder die Mini-Bosse hier so einen Trefferbalken runter haben. Das kenne ich von vorher auch nicht. Nette kleine Änderungen. Hm, drücken hier einfach durch. Ah, schadenstechnisch geht's doch gerade. Ja, was da oben, ja. So, ihr kleinen Schnabulierer. Schnabuliert mal ein paar Gegner weg. Schon wieder hier der Lasergraben, meine Güte. Ich wusste ja auch nicht, dass ich hier gegen Superman kämpfe. Mit seinem Röntgenblick, die perverse Sau. So, ach, ist ja wieder keine schöne Sache. Sich auch nicht. Ja, ich will noch ein bisschen Schaden jetzt haben. Münze! Ich glaube, ich könnte in der Zone langsam aushalten, oder?
Weil der braucht schon die ganze Zeit lang, seine Kiste kaputt zu kriegen. Weiß ja nicht. Bisschen Erfahrung haben wir hier nur zwischendurch vielleicht gesammelt. Drei hier brauchen wir aber. Komm, gib mal ein bisschen was ab hier. Danke. Bitte nicht resetten. Du nicht. Ich habe immer so einen unisonen Perfektionismus, was solche Sachen angeht, mit einsammeln. Dann muss ich da ja nochmal ran und brauche nochmal XP und das will ich nicht. Was hast du denn da gelassen? Kannst du dich beherrschen oder was? Alter, echt. Wen geht man hier? Ja, was haben wir da oben noch? Also der hätte sich ruhig resetten können. Vielleicht der hier. Aua. Mann, das. Mal auf die Zunge gebissen. Wie geht denn das? Ich rede doch bloß. Oh, oh. Ich werde alt. Ich kann nicht mal mehr sprechen. Aua, jetzt ist aber doppelt erwischt hier. Jetzt hat er sich resettet und ich habe es nicht gescheckt. Ah! Naja. Lalala. Hallo, will er 5 Münzen für Angriffstempo. Meine Güte. Ihr wollt mir bloß das Geld aus der Tasche ziehen, ihr Schweine. Ich dachte, die Natur ist für mich. So, komm. Aber 11, ja komm, 11 Beschwörungen sind halt auch irgendwie was Hübsches. Kann man mitnehmen. Also auf 11, 3 mehr. Oh, oh, schon Willer. Du schießt ja auch nicht von der Augen, sondern von der Stirn. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Aber den Dicken da putt. Den Dicken. Genau. Den da drin auch noch. Der hat keine Minibosse gerade. Aber gleich kommen wieder welche. In 20 Sekunden oder sowas. Vielleicht noch ein bisschen länger. Nagelt mich nicht fest. Ich habe einfach nur die Zeit gesagt. Hallo. Ich muss mal hier durch. Ich muss mal hier durch. Ja. So, ich will mal hier reingucken. Was gibt's denn hier Schönes? Geht noch. Aber guck mal, wie viel Fresser ich hier rumlaufen habe. Ihr macht das schon. Irgendwer macht schon wieder sein Raumschiff bieben hier. Ich hab die gar nicht gesehen. Was macht ihr schleimig denn hier? Ihr habt euch da alle verlaufen. Geht mal wieder zurück in eure Welt. Ich sehe nichts. Ich will unbedingt diese Fackel haben. Ganz dringend. Och. Och, Minibosse. Kommt ihr denn hier? Wäre doch nicht nötig gewesen, mich gleich zu besuchen. Oh, Kacke. Das Schlimme ist, ich bin auch nüchtern. Also, das bin ich meistens. Außer bei dem Beer Factory Simulator letzten Montag. Da musste ich auch was trinken. Das hat uns nicht geholfen und thematisch hat es gepasst. Ich hatte damit mehr Bier in meinem Glas gebraut als in dem Spiel. Einfach bei mich auch, was die Leute sich denken bei solchen Spielen. Warum hat man nicht einfach einen Spielstand schon mal fortgeschritten genommen, damit man Witzen mehr Funktionen zeigen kann? Also da ist der Prolog ein bisschen bescheiden, sage ich mal. Aua. Schon wieder. Aua. Es tut doch weh, dass sie planen, meine Füße, Mutti. Eine heiße Chili. Mehr Schaden, mehr Lauftempo für jedes grüne Herz. Angriffstempo ist halt auch was Schönes. Aber mehr Schaden. Gib mir das. Ja, gib mir das. So. Damit ist die linke Seite schon mal durch. Was nehmen wir jetzt hier? Angriffstempo oder Lauftempo? Gegner sind schon flott. Aber vielleicht kriege ich ein paar Schuhe. Ich warte das noch ein bisschen ab. So, dann nehmen wir uns hier die heiße Chili. Machen wir doch so. Ey, jetzt aber nicht hier die ganze Zeit nur weiße Sachen geben. Gib mir mal ein paar blaue und so. Ich möchte hier bessere Aufwertungen sehen. Das war's schon, wo ist meine XP geblieben? Mensch, junge Dame, Sie müssen noch ein bisschen was lernen. Diese goldenen Kugeln enthalten ganz viel Wissen. Oder Macht. Wir wissen es nicht, ob wir hier um Wissen kämpfen oder um Macht. Wobei, heißt glaube ich Erfahrungspunkte insofern. Ich find's witzig, dass jetzt die Chilis und die anderen Viecher einfach auf die Gegner zustürmen und irgendwie kaputt machen. Quasi.
Kaputt mache, kaputt mache. Ach, Vanya Gott. Hm. Gut, dass Vanya nicht direkt ein Gott ist, sondern eher eine Rasse, aber das ist ja nicht so schlimm. Man kann ja mal Fehler machen. Oder die haben keinen Vanya-Gott direkt gefunden, weiter. Och, eine Kiste, das wäre doch nicht nötig gewesen, junge Dame. Oh. Die schnellere Chili. Was verfolgt mich hier das unkomische, also das unhübsche. Aua, Pony. Irgendwo muss mir jemand Erfahrung gegeben haben. Ist aber nett von euch. Oh, Schaden in legendärer Aufwertung. Deine Äxte kannst du jetzt aber auch mal für dich behalten. Die fallen mir gerade nicht so. Wow. Oh, gleich doppelt getroffen. So, unverschämt. Schon verloren, ich muss hier weg. Ah, ich komme immer ja nicht raus. Schimpferler! Aua! Du machst mich ja kaputt! Verdammt, ich bin wirklich gestorben! Ach Gott, scheiße! Zu viel rumgeblödelt! Ach, Kacke, heute geht ja nichts! Ich bleib mal nur durch! Ach nö, jetzt bin ich hier wieder! Oh nö, ey, komm, jetzt machen wir was anderes! Jetzt machen wir, XP! Wir machen was völlig anderes! XP! Du musst doch mal. Was ist denn hier los heute? Komm, mach mal was kaputt. Guck mal, sind so viele Gegner. Danke. Ja. Wir machen die bitte erstmal auf einen gewissen Wert bringen. Das ist völlig anders wie sonst. Oh, fast meine Goldchance für die Verdopplung eingesammelt. Ja, das ist eigentlich ganz interessant gerade. Ach komm, wir machen hier weiter. Links antäuschen, rechts abbiegen. So, jetzt aber, jetzt. Haha, ha, hab da nicht erwartet. Naja. Trick 17 quasi. Kommt direkt nach Trick 16. Und der war viel wichtiger als Trick 17. Man merke die Nummerierung. Wieso wollt ihr mir denn eigentlich alle auf den Sack gehen? Ich hab euren Kippen. Der hat sich resettet. Das will ich eigentlich nicht umkippen. Aber ich bödel so viel rum. Hm. Was denn das hier? Heute kein Schaden im Angebot, oder was? Ich glaube, ihr habt selbst einen Schaden hier. Was soll denn das? 16 Schaden, da krieg ich ja nichts mit tot. Ich muss ja nachher alles das Gift machen. Gott, geht doch mal weg. Nur ein bisschen Erfahrung. Aua! Das war nicht abgesprochen. Dass ihr mich verletzen dürft. Das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Ich bin da ja nicht versichert. Was ist denn hier los? Noch ein Kristall? Sagen Sie mal, gibt es die Besonder angebaut? Was ist hier los bei Alec? Also, Jock, macht denn du was? Das ist ja schon Behinderung während des Spielens. Kann ich eine Sackte kriegen? Naja, denn nicht, dann ist es halt. Keine klebrigen Finger, das kann ich auch nichts dafür. Ich brauche 5 Punkte. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Macht mal Platz, Jungs. Ach, meine Running Backs hier, meine Offense Line ist einfach nicht gut genug. Oder ist das die Defense? Ne, es sieht eher wie Offense Line aus. Seit das Football mal wieder weitergeht, vernünftig. Und ich dieser College-Kram, die kann ich irgendwie nicht so. Kann ich nichts anfangen. Da hat mich jemand kurz angeboostet. Mensch. Ja, wir brauchen den hier. Aber ich kann den ja auch noch nehmen. Und irgendwas sicherlich auch gleich noch.
Ach, jetzt stinkt euch hier ein bisschen Platz hier, oder? Oh ja, ja, so ist das schön. Richtig schön den Weg frei stinken. Ach, nicht schon wieder mit dem Laser hier. Das ist ungesund, das wissen sie doch. Das hat man ihnen doch im Unterricht beigebracht. Augenlaser macht man nicht einfach ohne Erfahrung. So, schon wieder. Ich habe Erfahrung gekriegt. Vielleicht lernen wir. Ich würde in der Mitte gerne. Also das Abil-System ist aber nicht in Ordnung. Dann hier Bereich und Dauer. Ja, ist schön, wenn die ein bisschen länger da stehen. Ich hätte gerne mehr Schaden, aber. Ach komm, wir bleiben dabei. Guck mal, jetzt haben wir nämlich schon genug. Dann können wir den gleich anklicken und dann gibt es jetzt mal Wachstum wieder. Gott, ich habe das so verkackt heute. Schon zweimal abgenippelt. Das schreibt er mir in den Kommentaren bestimmt. Du Loser, du kannst ja gar nichts. Bist du für eine Niete? Ich deabonniere dich gleich. Dafür müsste er mich aber erstmal abonniert haben. Ja, auch witzig. Irgendwie gucken meine Videos zurzeit immer mehr, teilweise ein paar hundert Aufrufe, was ich sehr, sehr cool finde bei so wenig Abonnenten. Aber Abos lasst ihr aber nicht da, das finde ich nicht so nett. Könnt man ruhig machen. Könnt doch einfach, wenn ihr wollt, auf ein zweites Gerät euch anmelden und noch ein Abo geben. Das ändert ja nichts, dass ihr immer nur eine Person seid, das ist vollkommener Quatsch. Nee, macht alle wie ihr wollt. Ich will dazu nicht jedes Mal aufrufen oder so ein Quatsch. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Das jetzt bloß mal so beiläufig erwähnt. Aber es ärgert mich! Nee, Quatsch. Das ist mir voll kaputt eigentlich. Ich mache hier sowieso mein Ding. Wie ich lustig bin. Insofern, müsst ihr alles selber wissen. Ich entscheide doch meinen Kram selbst. Ich lasse mich hier nicht beeinflussen, großartig. Ich finde es cool, wenn ihr Vorschläge macht, was ich mal spielen könnte. Da habe ich natürlich gar kein Problem mit. Aber das war's auch schon. Und beim Gunsmith-Simulator hat mich ja der Entwickler angeschrieben, weil er mein Demo-Video gesehen hat. Das anscheinend nicht so ganz verstanden hat oder sowas. Aber er hat sich bedankt für die kostenlose Werbung. Und hat gemeint, mach mal noch eins. Hier ist der Prolog und hier hast du einen Beta-Key sozusagen. Oder einen Vorabzugriff für den Prolog eben. Fand ich super, super nett von denen. Allerdings, wenn das Spiel maximal beschissen gewesen wäre, ich fand es okay. Um das nochmal so zusammenzufassen. Man muss halt dafür ein gewisses Interesse haben, dann kann man sowas auf jeden Fall spielen. Ein paar Sachen könnte man noch deutlich verbessern. Aber ich mache jetzt hier keine... oh, danke, dass ihr mir das gegeben habt. Ihr habt das beste Spiel der Welt entwickelt. Das ist ganz, ganz toll und... nee. Wird bei mir nicht passieren. Aber gut, das ist natürlich leicht gesagt mit den paar Abonnenten und später dann, wenn man den Werbeverträge eventuell kriegen sollte, falls sowas bei mir jemals zustande kommt, glaube ich jetzt nicht, aber dann kann man das natürlich wieder drehen und wenden. Ihr kennt mich ja nicht so wie der Rest der Welt, der mich den quasi begegnen durfte bisher. Und ja, wie soll ich sagen? Ich bin da gewissen Sachen ein bisschen eigen. Oh, die Stacheln gibt es ja auch noch. Die haben sie nicht abgeschafft, aber die nehme ich jetzt nicht mit, weil die so ein scheiß Item drin haben. Das will ich jetzt nicht. Bin schon so langsam. Also, das geht noch bloß einfach so schnell, dass ich das jetzt nicht haben will. Ja, hier ist immer noch der Spiegel, ja. Muss man woanders hinlaufen. Ich laufe ja gefühlt immer zur gleichen Ecke. Die Laserkacke treibt mich aber auch immer irgendwo hin, wo ich nicht hin will. Ja, wir machen die aber natürlich weiter. Ist ja wieder nicht auf Schaden. Naja. Könnte natürlich neu würfeln, aber wenn da schon zwei Sachen auf legendär sind, würde ich die halt auch nicht eintauschen und nachher gegen eine Sache auf legendär. Irgendwie finde ich das ist ein bisschen kontraproduktiv. Dann hoffe ich einfach durch andere Sachen noch an mehr Schaden zu kommen oder einfach mehr Waffen zusammen zu sammeln. Oh, da kam ein bisschen Wind. Dadurch war ich kurzzeitig ein bisschen schneller. So, wir könnten mal links in den Bereich laufen. Ah, oh. Oh.
Meine Waffen sind ein bisschen langsam hinter mir. Bräuchte ein höheres Angriffstempo. Aber das haben wir ja leider nicht. Wir können natürlich auch den Schaden von den Beschwörungsrelikten einfach erhöhen und dann nochmal den Schaden direkt. Zählt das eigentlich da oben auch für die Sache? Schaden, 2,5%. Wenn wir in der Mitte jetzt gucken, 51. 53, okay, okay. Zählt also noch mit. Ich dachte, für Beschwörungsrelikte könnte das vielleicht ungünstig sein, dass es ja nicht mitzählt. Oh, da kommen Stachel an die Flogen. Ach, geh doch weg. Ich laufe hier gerade so kreuz und quer und wahllos. Das eine ist der Stein da rechts, was war mit dem Spiegel. Und das hier, mal gucken. Ja, wir nehmen das jetzt mit. Wir nehmen das hier mit. Und demnächst machen wir dann hier ein bisschen Schaden weiter. Lauftempo mache ich diesmal. Sind nur 50 Gegner, die ich hier umboxen soll. Also bitte, macht mal hin. Oh, da ist er ja schon verloren. Ach, nö. Was leuchtet denn auf der Karte jetzt so viel Geld? Komm, sammeln wir mal Geld ein. Ja, ich wollte gerade seitlich ausweichen. Ja, jetzt kommt den sein Schweinchen auch noch dazu. Lauftempo habe ich gesagt. Und dann machen wir einen Schaden. Abklingzeit und Gift wäre auch noch eine Sache. Was wartet hier? Nochmal Trefferkram dazu. Oh. Braucht natürlich mal grüne Herzen, sonst bringt mir das ja nichts, was ich gerade aufgewertet habe. Wenn ich natürlich hier während ich laufe von irgendwas getroffen werde, was ich nicht sehe. Ich glaube, heute wird es gar nichts. Ich kriege gleich wieder auf den Sack. Ja. Heute will es einfach nicht. Ich habe ein grünes Herz bekommen. Ich bin ein paar Gramm schneller. Ein paar Gramm. So gibt man natürlich die Geschwindigkeit an, liebe Kinder. Wer Mathe aufgepasst hat, weiß, dass das absolut korrekt ist. Oder in Physik. Da lang. Hab ja keine Erfahrung gesammelt. Das ist ja doof. Da lang, nach links raus. Mensch, zu langsam gewesen. Da könnten wir aber Heilung nochmal kassieren. Mit ein bisschen Glück lebe ich dadurch nochmal einen Schlag länger. Komm, komm, komm. Ach Gott, ich stelle mich aber heute auch an. Was hat mich denn jetzt getroffen? Der Laser bestimmt nicht. Ja, ich habe einen Sieg tatsächlich. Meine Güte, nochmal ein bisschen Erfahrung kassiert. Das war aber gerade wieder nicht so gut. Gefällt mir heute nicht. Jetzt habe ich so viele Punkte in irgendeinem Kram hier. Ein bisschen mehr Bereich. Ein bisschen mehr Geld. Ja, ein Friergramm haben wir gerade nicht. Wir nehmen die Sammelreichweite, wir nehmen den Giftpilz und wir nehmen die Kiste mit, auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt gerne, welche Stufe hat der Blitzkram da oben. Oh ja, wir nehmen die Abklickzeit mit. Welche Stufe ist das? Hier würde ich gerne wissen, also hier müsste so ein Level dran stehen. Wenn ich das jetzt einsacke, Level 5, okay. Eine Waffe mehr ist, glaube ich, gerade gar nicht so schlecht. Achso, ich habe keine Aufwertung. Doch, habe ich noch. Komm, dann nehmen wir das noch einmal mit. Stellen uns hier mittig. Drücken ein Knöpfchen. Hoffen auf noch ein bisschen Heilung oder Geld. Komm, nimm mit. Habe ich jetzt alles oder habe ich was übersehen? Ich weiß es nicht. Wir haben noch ein paar Punkte. Das Eis will ich nicht haben. Gib mir mal was Geileres. Ah, komm, gib mir den Gletscherkram. Ja, ist okay. Hier nochmal XP-Kram. Nee, wir heben uns den Rest auf.
gibt ja immer noch diesen Spiegel. Vielleicht können wir den zum Ende des Spiels nutzen. Oder 50 Goldmünzen finden. Ich finde es jetzt viel geiler, dass die Gegner von, auch von außerhalb, wenn sie sterben, quasi die Erfahrung hier rein ludern. Da links kommt schon wieder ein Gegner an die Schissen. Wir machen erstmal trotzdem hier solche Sachen noch ein bisschen weiter. Bevor wir hier Waffen weiter aufwerten. Oh. Eigentlich kann ich gerade entspannt stehen bleiben, oder? Ich muss bloß darauf achten, dass nicht irgendein Effekt auftaucht. Den ich nicht identifiziert habe und der mich dann trifft. Also als Bedrohung identifiziert natürlich. Ja, komm, das muss reichen. Jetzt resettet sich das nochmal. Nee, tut's nicht. Jetzt ist doch mal gut. Von einem Laser in den nächsten. Fünf Punkte für Abklingzeit. Alles nichts, was mich super, was ich so geil finde gerade. Ich wollte eigentlich nach da unten, aber ihr gönnt mir nichts. Ihr lasert mich bloß die ganze Zeit zu. Das ist nicht nett von euch. Ach guck gut, da ist einer, der Wände macht. Na her hier. Look. Wo ist denn der andere Ring jetzt hin? Jetzt geht er mal, hör mal auf. Jetzt habe ich den Ring wieder mit der Erfahrung. Meine Güte, mich gefunden. Was denn? Ach, der Laserscheiß hier. Mann. Jetzt bin ich nur eine Fledermaus fast getroffen. Ist aber auch schon wieder Fälle los. Ach komm, jetzt. Gib her. Gib her. Okay, mehr ist nicht. Ich muss hier irgendwie immer in Bewegung bleiben, oder? Jede Ecke lasert mich irgendwas. Nein! Na, weil der den dicken vor mir nicht weggekriegt hat. Nicht schnell genug. Muss ich kurz. Das ist quasi Ost-Süd laufen und dann. Nord-Süd, Ost-Süd. Ich muss mal meine Erfahrungspunkte ausgeben, wa? Ich meine. Wozu habe ich die? Dann machen wir das Gift noch voll und die Abklingzeit. Das Feuer brauche ich, glaube ich, gerade nicht, oder? Machen die Feuerschaden? Explosion, weiß ich nicht genau. So, komm, dann machen wir hier durch den Eisgraben noch mit. Wenn wir uns schon die Waffe quasi kaufen. Bin ich wieder langsamer, weil ich kein einziges grünes Herz mehr habe. Schon noch 9 Punkte. Meine Güte. Davor nicht einmal Schaden gekriegt, aber am Ende oder was? Also, was die Aufwertung natürlich angeht. Als 99 kann ich ja eh nicht einsacken, also können wir das natürlich mitnehmen. Die 5 Punkte da rechts reizen mich mit der Abklingzeit jetzt noch nicht so dolle, dass ich da jetzt hinrennen will, wäre ich jetzt erstes. Aber wir können mal nach da unten gucken, was wir da gerade haben. Wir können auch hier solche Sachen mal zwischendurch drücken. Ich muss mir das bloß aufheben noch. Was liegt denn da Schönes? Sagt mir jetzt gar nichts. Oh, das dritte Teil der Statue. Ich habe sie! Allein deswegen kann ich den Rest nicht rausschneiden. Mein Versagen. So, wer ist Olga? Olga bietet dir die Klickchen an und du wirst dafür belohnt. Wo denn? Wo macht sie das denn? Hä? Volt Upgrade? E.
Wenn du ein Relikt, das du nicht mehr brauchst oder das nicht zur Konstellation des Charakters gehört, verkaufen willst, kannst du es Olga gegen eine Belohnung anbieten. Du findest sie in der Konstellationsleiste unten rechts, indem du E klickst. Wieso geht das jetzt weiter? Okay, wenn ich also jetzt sagen würde, ich will das hier nicht mehr haben, kann ich E drücken. Aber das habe ich schon aufgewertet. Dann müssen wir im Shop mal gucken, ob wir da was finden. Und dann testen wir das damit irgendwie. Eine Scheißwaffe im Shop kaufen und dann so was anderes machen. Oder verkaufen. Ich weiß nicht genau, was das... Och, Mann. Laserscheiß hier. Geht mir aber auch auf den Pilz. Denn der Windkram dazu. Ah, ich habe den Stachel gesehen. Aber zu spät. Ich war zu langsam. Ich kann auch mal keine. Komm. Ach komm, nehmen wir mit. Gibt noch mal was Schöneres oder gibt's nichts mehr? Gibt nichts mehr, okay. Da drüben machen wir noch einen Schrein. Warum bin ich jetzt so katastrophal langsam? Gut, wir können das hier unten aber voll machen. 22 bis 22, der macht also quasi immer 22. Komm, resette dich mal bitte. Ich könnte noch ein paar Sachen hier brauchen. Will er nicht, ist schüchtern. So, wo bleibt denn hier der Boss? Da müssen wir mal, sind immer ein paar Kisten. Aber Geld kann ich ja auch nicht mehr brauchen. Höchstens nochmal Heilung, wenn es soweit ist. So, wer kam jetzt eigentlich? Ich bin jetzt so oft gestorben, dass ich schon unter Gegner-Alzheimer leide. Ach, die waren hier Göttin Freya. Wie hieß der andere? Ich hab den Namen von anderen. Ist das Frier gewesen, oder? Ach, ausweichen hier. Dann habe ich mich natürlich verlesen und natürlich maximaler Unsinn gequatscht vorhin. Aber das gehört dazu. Meine andere erzählen noch viel mehr Quatsch. Und ja, ja, ist ja jetzt okay. Du stehst ja neben mir, habe ich noch gar nicht gecheckt. Und deine Stacheln gehen mir gerade derbst auf den Sack. Gepiekt, wobei ich keine habe. Oh. Jetzt, wo es schon umgefallen ist, holen wir uns so schnell ein bisschen Erfahrung. Gut, jetzt müssen wir noch warten, bis wir was sehen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Für jedes halbe beschädigte rote Herz. Tarotkarten ist ganz witzig. Was habt ihr denn hier noch so im Angebot? Ein Braut? Ach, das nehmen wir auch mal mit. Was war denn das hier? Gelähmte Feinde 50% mehr Schaden durch Crit. Anziehungskraft. Ja, komm, nehmen wir auch mal mit. Wenn man Geld hat, dann kann man sich auch mal was gönnen. Ich glaube, ich hole mir auch noch das grüne Herz dazu. Ja, komm, nehmen wir mit, oder? Ja, komm. Weiß nicht, vielleicht lebt sich ja noch irgendwer. Na. So, mit dem Scheiß. Ach komm. Für 3 Münzen. Was kostet die Welt? Was, du bist ausverkauft? Ist ja unverschämt. Das hier nehmen wir auf jeden Fall mit, so ein paar Höker. So, ich habe 7 Münzen dafür bezahlt. Ich habe 57. Was kriege ich dafür? Wenn wir jetzt hier E drücken. 3 Münzen und 2 Punkte. Kann ich das öfter machen? Okay. Interessante Mechanik. Ich kann man also irgendeinen Scheiß, wie theoretisch sowas hier, wer will er loswerden? Ich werde den Efeu nochmal einen Punkt geben. Dann machen wir das Feuer hier hoch. So, Feuer oben. Wir knallen uns noch die Tarotkarten dazu. Und das letzte reicht leider nicht ganz. Obwohl. Reicht genau. Nicht ganz wäre es ja, wenn es von Anfang an wäre. Aber da ich ja 25 noch hatte. So, machen wir mit dem Geld. Wir müssen nochmal weiter shoppen, oder? Hier noch ein bisschen Gehtempo. Sonst habe ich nachher zu viel Geld da. Oh. Lebt nicht mit voller Gesundheit, Wolle. Noch mehr rote. Wenn es hier nehmt, dort gibt es nochmal Blitze. Jetzt habe ich nicht mehr genug Geld, oder was?
Achso, da waren ja noch die Heilungsdinger und die sammelt man ja jetzt auf höhere Reichweite ein. Oh, ist das edel. So, Feinde kaputt machen. Jetzt habe ich auch noch die Tarotkarten hier rumglänzen. Noch weniger zu sehen. Vielleicht muss ich wieder die Durchsichtigkeit erhöhen. Oh, 150. Hä? Hier kommt einfach mal ein Boss zwischen. Das ist ja cool. Richtig, richtig cool, die Schale wieder zu bekommen. Ob das immer so ist oder ob das random ist. Weil ich jetzt in der vierten Welle bin? Boah. Kann natürlich richtig in die Scheiße greifen, wenn man seinen Hassboss hier erwischt. Muss schon wieder niesen, das ist ja unschön. Verzeihung schon mal, ich hab euch voll, war. Ich wollte aber nicht die Nase zuhalten, weil das ist sehr, sehr unisun. Weil dann der Druck durch die Nase geht durch das Hirn. Und dann Ederchen platzen können. Die meisten haben natürlich nicht mehr so viel Gehirn, da ist das nicht so schlimm. Aber auf meins lege ich noch Wert. Also wenn ich sehe, was manchmal so im Internet abgeht, bei den ganzen TikTok-Challenge und so ein Kram, oder wenn Leute meinen, sie müssen irgendwie, weil man eine Zeit lang, wo sie Waschmittel gefressen haben, also da denke ich mir schon, dass die Leute kein Gehirn mehr haben, da ist irgendwas kaputt. Oh, oben, das Zeichen habe ich auch so noch nicht gesehen, bei meinen Treffern. Wahrscheinlich, dass ich noch einmal wiederbelebt werden kann. Auch sehr, sehr hübsch. Ich würde das hier gerne mal mitnehmen, aber ihr steht mir im Weg. So, wie resettet sich das jetzt hier nochmal? Oh ja. Und auch nochmal so ein richtig schönes Item, das nicht mehr so viel Schaden erleiden kann. Das ist ja richtig nett von euch, was ihr mir hier alles darbietet. Kiste. Schaden. Brauchen wir nicht lange überlegen. Schaden. Einfach Schaden. Hab mittlerweile einige an Waffen eingesammelt. Da ist Schaden immer eine feine Sache. So, wir haben alles aufgewertet. Machen wir hier weiter. Ich hab nicht genug Geld. Verdammt, da muss ich ja schon wieder schnochen gehen. Da hat mal jemand eine Mark für mich. Bitte, eine Mark. Eine Mark für die junge Dame. Eine Mark. Nein, ich biete dafür nichts an, die Schwein. Eine Mark. Wo ist hier eine Mark? Ich hab Mark gekriegt. Oh, wenn wir einmal Geld kriegen, dann nehmen wir das ja auch noch mit. Guck mal, das Geld liegt auf der Straße. Ihr wusstet das bloß noch nicht. So. Ab nach oben, zurück. Zurück an den Schrein, an den Händler sozusagen. Der Schrein, den ich Goldmünzen reinstecken muss, damit ich das greifen darf. So, gibt es jetzt noch irgendwo was auf der Map? Ich glaube nicht, nee. Einfach nur. Haben wir alles. Haben wir Jutima. Haben wir vom Laser aus mal nochmal einen auf den Sack gekriegt. Hängen wir am Baum fest. Und nochmal Laser. Der war nochmal eine Münze. Nochmal Schaden gekriegt. Aber nur auf Schild. Schimpola. Ah, Mensch. Beschwörungen sind einfach zu langsam und die alle machen zu wenig Damage. Oh, ich habe hier irgendwie so einen Quatsch eingesammelt mit so einer dumme Giftkarte. Mal bitte wieder zurück hier. Oh, schnell Erfahrung einsammeln. Wir wissen gar nicht, was wir damit machen sollen, aber es ist in Ordnung. Mehr Erfahrung natürlich. Was sonst? Money! Ja, jetzt würde ich gerne die Erfahrung umtauschen. In Geld. Ich glaube, das wird nichts mehr. Jetzt habe ich kein Money mehr. Oh, Lauftempo. Ja, mal Lauftempo kommen. So, Taiko, mehr kann ich mir nicht leisten. Aber ich kann das nochmal machen.
Und mit den restlichen 37 Erfahrungspunkten, vielleicht kriege ich ja hier nochmal irgendwo bei Njurt eine Waffe. Stehen jetzt hier auch noch Laserfiguren rum. Das heißt, ich muss die ganze Zeit im Kreis laufen. Kann ich ja gar nicht. Das sind ja auch noch Stürme. Und noch mehr so Laserzeug. Und hier lasert irgendwie alles. Und sie wird mir so viel lasert. Könnt mal aufhören mit dem Laser. Guck mal, ich friere euch auch ein. Wirbelstürme auch noch. Oh, jetzt könnte man den Laserkram erstmal richtig los. Stimmt. So, ich glaube, du bist aber gleich kaputt. Bin mir da nicht ganz so sicher. Sieht danach aus, ja. Beam Pyramid. Okay. Der obere Wanner im Modus Expert oder höher. Habe ich das schon mal gemacht? So, das war die Beta. Siehst du, beim ersten Versuch, live vor der Kamera. Also live bei der Aufnahme. Ihr seht das nicht live. Real life quasi. Ach Gott, ich habe heute, glaube ich, ein Clown gefrühstückt. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ist falsch gelaufen in meiner Kindheit. Und das stimmt. Ah, machen wir mal ein bisschen Crit hier. Mehr weiß ich nicht. Komm, noch ein bisschen Füße. Stinkemauten. So, Glossar. Ist hier was Schickes. Gucke an. Muss ich jetzt bloß noch finden im Level. Ach so, die Sachen gab es ja auch noch mit 250% Sachen. Dann müsste ich mich eigentlich auch mal dran machen. Was sind hier noch? So viele Verbrauchsgüter, aber die kann ich gar nicht benutzen. Also ich kann mich nicht mehr bewegen. Nur mit der Maus. Oh nein. Was ist das? Das war einfach nur ein Trank. Bestimmt ein grüner, wa? Aber was mit den anderen? Die habe ich schon gefunden. Bestimmt ein kleiner grüner. Dann einer blauer? Ach Gott, hier ist ja alles nochmal so. Da muss ich ja alle möglichen mal eingesackt haben, aus Versehen. De facto, was gibt's denn hier? Fortschritt liegt da. Okay, es gibt noch eins, was mir fehlt. Feuer, Gift, Eis. Gab es da was mit Blitz? Ich glaube. Stimmt, so eine Blitzkarte. Was man alles nicht hat hier, ist aber auch unverschämt. So, da, das sind die einzigen drei Trophäen, die mir fehlen. Naja, kann ich also mit leben, aber der Sound hier ist einfach wieder geil. Gut, war eine lange Runde heute mit viel Abkacken. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.